Theater von Ekici, von Nefzeket Ekici, einer türkischen Künstlerin. Das Metatheater arbeitet ja im Grenzbereich der Künste. Und heute ist eine Performance, die eben keine theatralische Performance ist, sondern eine künstlerische Performance, denn die Ekici war Meisterschülerin von der Marina Abramovic. Und der Unterschied zwischen Theaterperformance und Kunstperformance ist eigentlich die Frage der Zeit. Die Arbeit ist sehr viel reduzierter in der Kunstperformance. Es ist eigentlich gegen unsere gewohnte Rezeptionsform, wo alles sehr schnell, tausende von Bildern in kurzer Zeit, ein ganzes Leben in einem Film und einem Vorüberrausch. Hier ist es eine reduzierte Handlung, die ist anstrengend anzusehen oft, weil sie auch bis an die Grenze ihrer physischen Leistbarkeit geht, zumal sie heute auch noch etwas krank ist. Und wer hat Angst, dass sie es überhaupt machen kann? Aber eine Künstlerin hat, wie sie, hat so unglaublich Energie. Das hat sie auch in all ihren Performances gezeigt. Also es ist anstrengend zuzuschauen, aber das Ergebnis ist eine nachhaltige Wirkung, die so intensiv ist. Es ist eigentlich, kommt sie von der Kunst her, und es ist ein Kunstbild, was sie auch hier in ihrer Performance als Motto, als Motiv darstellen will. In der Regel sind ihre Arbeiten, sie ist Muslimin, sie ist Türkin, sie hat sich sehr mit Religion beschäftigt, auch mit der muslimischen Religion, mit der Rolle der Frau innerhalb der Religion, mit der Rolle der Frau als solche, mit der Sexualität, mit Genderfragen. Ich hatte die Gelegenheit, sie schon sehr früh kennenzulernen. Sie hat in München an der Kunstakademie studiert, zunächst Kunsterziehung und Kunstgeschichte, und ist dann weggegangen von München nach Braunschweig zu Abramovic. Die Performance, die wir heute sehen, bezieht sich auf ein Gemälde, das in der alten Pinakothek hängt, aus der siamesischen Schule, auf Goldgrund eine Maria-Darstellung zeigt, die gen Himmel fährt und umringt ist von einem Kranz von musizierenden Engeln. Also das ist das, was ich weiß. Die Maria steht oder sitzt auf ihrem Thron in einem prächtigen Gewand und auf einem Art, man könnte sagen, fast wie blauer Stroh wirkt es, auf einem Sockel, der schon schwebt und etwas über den Engeln schwebt. Und ich bin gespannt selber, was aus diesem Bild sie jetzt heute hier umsetzen wird. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend mit nachhaltiger Wirkung. Eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar wollte ich doch die Gelegenheit nutzen, das Metatheater hat initiiert noch ein großes Programm, das Ende September bis Anfang Oktober, bis zum 5. Oktober stattfindet. Und hier am 1. Oktober, der Anlass ist das 100-jährige Geburtstag von Josef Beuys. Und Beuys hat sich sehr mit dem Theater auch beschäftigt, das kennt man nicht, das ist bisher unerforscht. Und hier am 1. Oktober um 19 Uhr wird Johannes Stützgen, der Meisterschüler von Beuys, wir haben jetzt den Meisterschüler von Abramovic heute, der Meisterschüler von Beuys, über Beuys und das Theater sprechen. Beuys selber sagte auch immer, dass sein Leben ist das Theater mit dem Hut. Und das wird auch wieder sehr spannend, und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere da auch kommen könnte.